Zum Glück ist unser ganzes Let's Play pädagogisch wertvoll. Ohne Spaß. Ätzend weiter. Guck mal, in AC, da sei es nochmal zusammengefasst, was wir in den letzten beiden Folgen festgestellt haben. In der Folge AC 70, in der siebten AC-Folge und in der achten AC-Folge ist jeweils ein Easter Egg versteckt, Freunde. Vorbeischauen, ne? So kann man Schleichwerbung auch machen. Schaut unsere AC-Folgen! Alle! Alle! Zweimal, verdammt, ich bin gerade noch verwirrt, ohne Spaß. Das hat mich nochmal echt weggehauen. So, dankeschön. Huh! Stehst du auf, hast du so einen Container vorm Gesicht, ha? Ich habe kein Brett vorm Kopf, ich habe einen Container im Gesicht, Alter. Haben wir wieder Koffer? Jetzt können wir wieder Koffer sammeln, Alter. Jetzt haben wir Koffer. Challenge, alle Koffer in der Folge finden. Haben wir letzte Folge schon geschafft, ne? Ja. Also go hier. Also go. Nicht hier oft sterben und rumlampeln, ne? Hier waren wir, da sind wir rausgekommen, verdammt. Okay. Ich sagte nicht rumlampeln. Rumlampeln? Rumhampeln meinst du natürlich. Ah, wir sind hier. Okay. I got this shit, man. I got this shit. Okay. Now I know everything. Yeah, yes. Okay, man. I know everything about man. Ja, man. Kommen wir hier hoch? Nein, kommen wir nicht. Wohin müssen wir überhaupt? Wir sind gerade an einem Tiefpunkt. Deshalb kommen wir nicht hoch. Guck, jetzt sind wir am Tiefpunkt. Und ich spiele da noch so, dass. Das habe ich gewusst. Scheiße, Alter. Ohne Spaß, ey. Was ist denn falsch mit dir? Einiges. Oh, okay. Ich hoffe, wir müssen das jetzt alles nicht nochmal machen, weil der hat mich gerade an den Leiterpunkt zurückgesetzt. Nein, ich bring ihn nicht nochmal. Ernsthaft. Ich bring ihn bitte nicht nochmal. Das kann ich euch nicht zumuten. Das geht nicht. Er macht's eiskalt. Leider geht's nicht. Ach, Mann. Okay. Ey, was hat es jetzt eigentlich gebracht, dass wir da in die Tür reingegangen sind, jetzt mal ohne Spaß. Wo kommen wir denn da hin? Also, ne, Schleichwerbung, Freunde. So. Jetzt müssen wir von hier irgendwo weiterkommen. Oh, okay. Ja, manchmal sieht man das Dach vor lauter Schornsteinen nicht. Logischster Satz ever. Ja, ich wollte auf Mirror's Edge um. Ich habe einen Scharfschützen gehört. Hier ist keine Runnerin. Alter, wollen wir den mal von seinen Füßen ziehen, Alter? Und dann mit der Sniper. Oh. Hashtag Sniper. Alter, den ziehen wir von seinen Füßen. Geht nicht. Ja, genau, und jetzt hat er uns bemerkt. Pass auf. Als könnte der Quickscope. Kollege, peace. Nein! Oh, verdammt. Jetzt ist er runtergerusht. Okay, ich wollte es eh anders machen, deswegen, der Tod ist echt ganz gut, weil. Ich wollte es eh anders machen, weil das war ja blöd, wie wir das gemacht haben gerade. Also vor allem du, Daniel. Was hast du dir dabei gedacht, Alter? Pass auf. Du musst dir gegen die Wand hauen. BAM! Du musst dir gegen die Wand hauen. Wo? BAM! Ha! Hast du was gehört? Da unten! Unten! Erstmal den. Da! Jo, hier ist aber noch ein weiterer. Wo ist der? Ach, da unten. Kollege! Alter! Das war fast ein Quickscope! Okay, Quickscope, Achtung! Warte! Jetzt mache ich den Cheater-Quiz. Quickscope. Get up, get in, start the mix here! Jo! Oh! Epische Schnittmontage, sag ich dir! Und weg damit! Keine macht den Waffen? Dieser Skill, ey! That Skill, man! Alter! Achtung! Schau's dir an! Hast du gesehen? Ich wollte eigentlich da runter und den Typen so fresh machen. Pass auf, Alter. Das kenn ich. Ich hab mich gerade so gefreut, dass mir die Luft weg. Ich weiß, wenn du dich so freust und was sagen willst, das kenne ich, ey. Das ist richtig cool. Über die Container. Okay. Moment, es wird noch cool. Kommst du doch nicht hoch. Bam, hast 10, Alter. Umgedreht und bam, hast 10, Alter. Nee, bei mir ist alles klar. Es könnte ja hier ein Hubschrauber vorbeifliegen. Ah!
Zum Glück ist unser ganzes Let's Play pädagogisch wertvoll. Bödem. Okay. Drucker. Jetzt aber mal wieder ein bisschen niveauvoller, ne? Niveauvoll. Wir sollten uns mal ein bisschen besser ausdrücken. Alter, ohne Spaß. Wir haben zu lang kein Let's Play mehr gemacht. Ihr müsst es jetzt alle auf einmal ertragen. Die ganzen Witze, die sich angestaut haben, ey. Ich glaube, es ist doch besser, wenn es immer mal in Maßen kommt, ey. Ohne Spaß. Nee, ist echt kein Witz. Mark Schoner möchte sich bitte melden. Also, Mark Schoner, also bitte. Mark Schoner. Bitte, ja? Mark Schoner. Bildschirmschoner. Magst du den Schoner? Ach du, ohne Spaß. Das wird richtig lustig. Denken wahrscheinlich eh alle, dass wir bekifft sind. Das hab ich schon lange gedacht. Das wusste ich schon lange. Yo, und wir werden einfach erwartet. Also, das ist zwar schön, dass wir erwartet werden. Das war unerwartet. Ich bin jetzt leid. Jetzt bin ich Freunde klein. Der Nacht. Ist denn eine Waffe am Start? Ist ja voll gut. Ich bin jetzt von der Waffensucht, die nicht weiß. Ohne Spaß. Also echt. Ha! Nee, ey. Das regt mich so auf. Ständig wird hier nur geballert, weißt du? Bam, Alter. Zack. Einmal noch den rein. Dann hab ich die Waffe. So, Kollege. Ziel doch. Ist doch alles kein Problem, Alter. Ich hab das doch voll geruled, Alter. 360. Und ich gehe erstmal eine Runde. Oh, ich hab Zeitlupe aktiviert, deswegen. Alter, schieß mal in der Zeitlupe. Yo, what up, man? What up, nigga? Yeah. Jetzt man. Ist der Akku leer. Yo, Alter. Hast du gesehen? Der hat dann noch so gemacht, so. Man. Warum ist gerade so dunkel? Weil wir gerade nochmal angeschossen wurden. Da waren Zeichen. Okay, im Computer? Hack mal uns rein, Alter. Da links im Schrank. Da liegt er im Schrank. Hier sehe ich eins von drei. Oh, halt, schau mal auf den Zettel da, die was Memos, da steht. Was steht denn da? Was? Milton, someone claiming to be a brother called himself the janitor or something, wanted to talk about a diploma, seemed a bit nuts. Oh, und wie geil! Das ist der Typ, der hat gesagt, jemand hat sich als dein Bruder ausgegeben und hat sich Hausmeister genannt. Er hat angefragt nach einem Diplom für den besten Hausmeister. Das war der Typ, Alter. Und er hat gesagt, er scheint ein bisschen verrückt zu sein. To be nuts. Das ist geil, Alter. Are you nuts? Bist du Nüsse, Alter? Yo, und der verfolgt... Nein. Eindringling. Wir sind ein Eindringling. Wir sind ein Eindringling. Das ist doch wieder... Wie treffen die uns? Ohne Spaß. Welches Programm haben die absolviert, dass die so gut zielen können? Das ist echt, da soll man sich mal ein Beispiel dran nehmen. Also, lieber nicht, aber... Ja, die Bundeswehr unsere könnten da sich schon mal ein paar Scheiben abschneiden. Also, von der Kunst zu schießen, nicht von den Soldaten. Natürlich, Alter. Okay, wo geht's hier hin? Package in Area 1A bis C1. Das ist ja 1A. Ich bin irgendwie gerade voll müde, ich weiß nicht. Was war das da unten? Ich dachte, warum bist du müde? Ich bin schon paranoid, ey. Warum bist du müde? Ich bin schon paranoid. Ich will da rein. Frisch verpackt. Komm, gehen wir mal hier rein. Können wir die Maschine irgendwie starten? Das wäre Fließbahn. Alter, das wäre übelst geil. Können wir laufen, Kondition. Alter, das machen wir, okay? Wenn wir die Maschine zum Starten kriegen. Da oben ist eine rote Tür. Da muss es doch bestimmt den Knopf geben. Geh wieder zurück, sonst geht die Tür zu. Nein, die hängt so schief in den Angeln. Guck dir das an, ey. Die geht trotzdem zu. Was, warten mal? Na. Jetzt geht's zu und wir kommen nichts mehr durch. Jawohl. Alter, geh mal auf das Rohr. Wie geht das, Alter? Probier's. Aber ich check grad nicht, wo wir lang müssen. Durch die Tür. Wir müssen da unten rein. Dann, guck mal, wir müssen da unten rein. Warum? Weil wir dann auf die... Schnell, bevor sie mich finden. Die haben mich schon längst gefunden, Alter. Über die Regale. Wir können über die Regale, Alter. Über was? Über die Regale. Ach so, ich hab real verstanden. Reale. Reale. Aha, aha. Wo ist der Kopf? Alter, Respekt, Digga, dass du das gesehen hast. Ja, natürlich. Jetzt müssen sie den Koffer nur noch rot machen. Können sie sich doch gleich erschießen. Alter, jetzt finde ich den Koffer nicht. Das ist doch wieder nicht der Wahnsinn, ey. Das ist 3 von 3 Challenge Well Complete. Oh ja. Jawohl. Und da ist er. Und? 2 von 3. Was? Ja, natürlich. 2 von 3. Ach, das war vorhin erst der erste. Ja, Kollege. Ja, ist schlecht für dich. Oh, stimmt. Ja, Kollege. Jetzt habe ich den Druck, Alter.
Ja, okay, ich sag lieber nichts, sonst wird's wieder. Naja. Nee, da. Waren da Urlaubsfotos? Ja. Yo, was ist denn das für ein Männchen? Alter, das sind wir! Die haben uns fotografiert creepy. Und das sind die Kameraaufnahmen. Alter, das ist, der hat einfach 7-mal das gleiche Bild geschossen. Aber einmal größer. Das hängt sich dann ins Zimmer. Ja. Ey, krass, was geht denn ab? Langsam wird das Spiel unheimlich. Nein, das sind die Kameras. Ja, aber warum hängen die dann hier? Das ist doch voll unheimlich. Ja, weil die hier ein Archiv haben von uns. Deshalb sind wir auch Eindringlinge. Verstehst? Nee. Ja, ich auch nicht. Egal. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier die Regale raufstieseln können. Hoffentlich hier. Jawohl, da können wir ran. Da können wir ran! Heran an die Bullen! Oder an die Koffer. So. Ich glaube, Jani, wir sagen heute beide einfach. Ja, okay. Wir sagen einfach nichts mehr. Let's play? Nee, wir sagen. Oh, wir sagen nichts mehr. Könnt ihr euch abschminken, ja, dass wir hier noch irgendwas sagen für euch. Pfeiferdeckel, du kriegst es auch heute nichts mehr hin, oder? Ah, so geht es. Ja, oftmals ist es nicht besser, nur weil du hoch bist. Kollege, so, wo müssen wir jetzt? Ja, ich war ja auf der oberen Kiste, deswegen. Aber wie können wir jetzt da rüber? Das da sind doch Stangen. Oh, Alter, Respekt, dass du das gesehen hast. Nee, Spaß, das war voll billig. Aber guck mal, die müssen alle Parcours machen, wenn hier oben was steht. Die müssen alle Parcours machen. Alter, der Teppich hat gerade voll geflasht. Der Teppich ist geil, ne? Und die Scheiben. Hör auf. Guck mal, das ist der neue Alien RPG. Läuft bestimmt. Was ah, das ist wieder das Kochbuch, Alter. Was haben wir hier? C4. Einfach mal auf alle Tasten draufdrücken. Waiting Mess. Das ist ein Anruf, abhör. Hier gibt es vorhin einen Anruf. Und ihr Typen lasst sie abbauen. Schnelles Angreifen. Ha, das ist wohl ein Witz. Und glaubt ja nicht, dass ich das verschweige. Amateure. Alter, der Typ. Saugeil. Das wird mich voll weghauen. Wenn du so ganz gechillt auf deinen Anrufbeantworter drückst und dann schreit dir der Ropebird erstmal die ganze Bude zusammen. Das ist richtig gut. Sind noch mehr drauf? Ja. Waren denn noch 4? Ah, nee, schade. Nix mehr? Nee, leider nix mehr. Der braucht nur einmal was drauf zu sprechen, ey. Danach hört er nichts mehr. Jetzt sind wir wieder hier. Was ist denn das? Aber jetzt haben wir den Durchgang. Okay, das ist gut. Aber ich blick gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Dann fehlt dir der Durchblick. Ha! Alter, ich bin so behindert. Ich denk so, wo müssen wir hin? Ja, Kollege. Oh, schade, Alter. Hier ist der Brotzeitraum. Gibt's was Schönes im Radio? Radio. Radio. Radioactive. Ach ja. Guck mal, die haben ja alle Gamer-PCs, ey. Und Notizen, kann man nicht lesen. Aber auf jeden Fall ist es 4:30. Ach, ich bin schon wieder zu deppert. Ohne Spaß, Förderband, Hauptschalter, da haben wir es doch. Oh! Jawohl. Lauf-Action, Lauf-Action. Jetzt erstmal trainieren eine Runde. Okay, ich bin bereit. Jawohl. Welches läuft dagegen? Das da. Willst du mich verarschen? Jetzt haben die das einmal angestellt. Du musst da rechts unten drunter durch. Ja. Ich habe nur gerade die Durchsage gehört. Die Einheiten 2 und 8 kommen jetzt uns holen. Und sollen sie mal machen. Sollen sie mal machen, Kollegen. Ja, Kollegen. Was ist da? So fragen so, was ist da? Was ist Koffer. Das? Ich sagte, es ist ein Koffer. Nein, wir haben doch... Nee. Oh, okay, hier ist wahrscheinlich Story, weil der Typ was gesagt hat, der liebe Merk. Deswegen gehe ich erstmal woanders lang. Weil da ist bestimmt dann ein Koffer. Auf jeden Fall. Hundertprozentig? Da, siehst du. 1000 Millionen %. 1000 Millionen, ich sag's dir. Milliarden, Daniel, Milliarden. 1000 Millionen Milliarden. Was steht denn jetzt hier so ein blöder Karren einfach im Weg? Das ist doof, ne? Das ist richtig blöd. Und vor allem, ja, was? Ey, die Leute haben auch keinen Bock mehr, oder? Also ohne Spaß. Die sollen mal Ordnung schaffen, ja? Was ist denn das für eine Arbeit hier? Okay, pass auf. In welchem Land sind wir da eigentlich? China, oh, ja. Oder? Oh ja, das würde mich... Wegen der Ratte. Das würde mich auch mal interessieren, ganz ehrlich. Nee, wenn das jemand weiß, Leute, ne, dann schreibt's mal rein. Weil die Chinesen, die räumen eigentlich nie ihr Gerutschel auf. Sieht man ja in Europa, ne? Alter, pass auf, was du sagst. Ja, ohne die ganzen Sushi-Läden und so.
müssen wieder aufgeräumt werden. Da will ich nicht in die Küche schauen. Und einmal Rutschpartie. Was da für Katzen drin sind? Oh. Nee, also, ohne Müll! Beim Chinesen gibt's Katze. Nee. Doch! Labe mich nicht so ernsthaft. Ja, ein Kumpel. Dann müssen wir mal zusammen chillen, Alter. Ja, eine Katze bitte. Nein. So ein Garfield. Ist es dann auch so, dass wenn du deine eigene mitbringst, die du dann gebraten kriegst? Das weiß ich nicht. Yo, alter Matrix. Okay, Freunde, wer sich das anschauen will, hat jetzt Zeit. Macht mal Pause im Video. Guck mal, da ist er. Der mag schon her, Alter. Ach Gott. Da ist ein Schalter. Egal welcher es ist, auch wenn es jetzt wieder der atomare Schalter von letztens ist, draufdrücken. Egal was es ist. Wahrscheinlich jetzt über uns voll die Explosion. Yo, Alter, der Gabelstapler ist hochgefahren. Der Stapelgabler, Alter. Der Gabelstapler. Der Stapelgabler. Der Stapelgabler. Ja, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Wieder runterdrücken, oder? Ich bin in das Loch gerade reingerusht. Und es ist richtig. Das ist ja cool. Alter, boah, wo sind wir denn jetzt? Diese Farben wie in der Klapse. Alter, da ist, schau mal, das. Guck, das müssen Chinesen sein. Alter, wir sind gerade richtig cool. Das Gebäude sieht geil aus, auch hier mit dem Dings. Wir sind gerade durch den Dingens hier reingekommen. Das war übel smooth eigentlich. Wo willst du mal lang? Alter, sogar mit. Alter. Guck, da sind die Kameras. Guck mal, ich könnte das den ganzen Tag machen, Alter. Da, Pirandello Krüger, Alter. Krüger. Wir sind gerade im Security Center. Jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen vorsichtig sein. Da ist eine Kamera, Janni. Rechts oben. Die dreht gerade her. Wir sind vorsichtig. Da ist noch wir können auch laufen, den Mirror's Edge. Laufstick-Action. Okay, ich bin ein bisschen vorsichtig, Kollegen. Achtung, jetzt kommt gleich der Helikopter. Da, rechts zum Fenster. Jetzt kommt gleich so eine riesen Alarmanlage. Dann heben sie das Dach runter und der Helikopter Yo, kommt. Was für ein übertriebener Aufzug einfach nur. Das ist so ein Lastenaufzug. Mhm, richtig cool. Und wo kommen wir hin? Boah, Alter. Digga, vor dem ganzen Reden habe ich ein bisschen trockenen Mund. Jackpot, ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merc, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe, wieso? Dieses Training, Merc. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger, sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig im Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Fels, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Alter, dramatische Wendung, ohne Spaß. Der Funk flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nicht wie raus. Wir müssen jetzt raus. Und da sind die Cops. Hashtag Nachtrag, Daniel, sag an, was los ist. Klasse, ganz klasse. So war ja hervorragend. Ja, Freunde, wieder mal eine ereignisreiche Folge und die Story nimmt eine dramatische Wendung. Bitte, und wie? Ja, ja. Bitte einmal hier das dramatische. Da, genau, dankeschön. Ja, die Koffer haben wir leider nicht ganz geschafft. Die Challenge wollten wir ja 3 von 3, haben wir leider nur 2 geschafft. Aber, ne, wie es halt so ist. Ne, kennt ihr ja auch. Kennt ihr ja, da kennen wir nichts. Außen Alter, beim kennt man das, mal, ne? Versuchen wir die Koffer alle ganz zu holen, damit unsere Sammlung komplett ist. Voll die Hashtag Stalker-Modus, kennt ihr ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Alter, ich hab keinen Plan gehabt.